Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte mir heute hier in diesem Bonus-Set, in dem es nur Sonderbonbons gibt, mal mit so einem Doppelfeuerteam einfach mal zocken. Vielleicht treffen wir ja auf Parsandama. Das wäre cool, da hätte ich Bock drauf. Nidoqueen, Asu, nicht unbedingt die geilste Matchup-Situation, in der ich mich befinden möchte. Aber wir bleiben erstmal drinnen. Und müssen einfach schauen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, welches von den beiden ich als Safe Switch nehme. Wenn ich jetzt blind rausgehe in Knogge, habe ich dann Pech und fange dann irgendwann Erdkräfte ab? Du hast nicht eingesetzt. Jetzt aber. Sind das Erdkräfte? Hey, ich nehme sie. Ich nehme sie, wenn das welche sind. Tatsächlich. One-Shot? Nein, nicht ganz. Ist aber okay, du farmst mich jetzt leider komplett, oder? Yo, schön gemacht an sich. Dass du hier rausgehst, finde ich klasse. Victini spielt noch relativ gerne gegen dein Nidoqueen. An sich geht es. Dass du dort den passenden Move eingesetzt hast, ist natürlich ärgerlich für mich. Aber damit muss ich auch irgendwo rechnen. Von daher mal schauen, was hiergegen so schön möglich ist. Ich habe noch zwei Schilde. Die Frage ist, ob ich jetzt hier gleich einmal Zuflucht einsetzen möchte, Zuflucht schilden möchte oder nicht. Ich glaube, ich würde das ungerne schilden wollen und ich hoffe einfach mal, dass ich das überlebe. Dann habe ich noch Victini Doppelschild. Ich überlebe das Dicke, okay. Das heißt, wir holen uns jetzt ein bisschen Energie, wollte ich gerade sagen. Das ist nicht gut. Ich habe mich um eine Attacke verzählt. Ich dachte, ich kann dich danach in einem Gleichstand erwischen. Und ich überlebe das auch nicht mehr. Oh mein Gott, ist das dumm gewesen. Ah, komm. Das ärgert mich gerade so sehr. Da gehe ich jetzt einfach raus. Das war so dämlich, meine Freunde. Das war zu dämlich sogar. Okay, sollte man nicht spielen. So auf keinen Fall. Ich dachte, dass ich... Der erste Fehler war, dass ich mich verzählt habe um eine Sofortattacke, denn ich wollte dich in einem Gleichstand erwischen. Und dann der zweite Fehler, dass ich das durchgelassen habe und mich das besiegt. Ich dachte, dass ich das mit Resistenz vielleicht überleben kann. Hier mag ich dich eigentlich sehr gerne. Bei meiner Backline habe ich kein großes Interesse, gegen dich zu spielen. Von daher mal schauen, was man da so reißen kann. Ich würde tendenziell einen Schild investieren und ich hoffe, dass du nicht mit der ersten Attacke köderst. Boah, ist das ein wichtiger Schild. Uff, das hat so weh getan. Ich werde das hier wahrscheinlich mit Eisstrahl machen. Ja, ich weiß, der andere Move ist stärker, aber ich benötige zwei Attacken und der hier braucht halt weniger Energie. Von daher geht das. Die Frage ist nur, wie spielst du das? Gehst du jetzt nochmal auf Schlammwoge? Wirst du überhaupt schilden? Fragen über Fragen, du schildest, okay. Ködert man oder nutzt man die Schlammwoge? Bitte köder nicht. Bitte köder nicht, das wäre so räudig, ne? Okay, wichtig und richtig. Gehst du jetzt raus? Eins, zwei, drei, uff. Und du passt auch noch auf. Schade. Oh, warte mal. Pixie mit Charme, das geht an sich. Da ich diesen resistiere, kann man hier schon etwas Schaden verursachen. Sumpex wird noch echt nervig. Sumpex wird noch richtig nervig. Der Move verursacht mehr Schaden, leider auch nicht genug. Okay, ich habe mich nicht getraut, auf Knochenkeule zu gehen. Deshalb nochmal diese Attacke hier. Bam. Oh, ich kriege ein Schild. Ich bekomme ein Schild. Du hast nur resistierte Attacken, richtig? Ich meine ja. Mondgewalt überlebe ich. Schaffe ich noch Knochenkeule? Ich farm sogar komplett. Ich gehe drauf, ne? Nicht schlimm, ehrlich gesagt. Nicht schlimm. Jetzt muss ich warten, was du reinholst. Victini könnte... Ja, nee, Victini könnte nicht. Hätte. Fahrradkette, dass ich hier nochmal aushol, ist vielleicht doof. Kann ich das von dir überleben? Ich meine, den Gleichstand hätte ich so oder so verloren, weshalb dieses Ausholen extrem wichtig war. Dann drücke ich dir einen Knuddler, gehe rüber, dort resistiere ich alles, was du hast. Eishieb, Steigerungshieb, Psychokinese, Wuchtschlag, ich habe gegen
jeden von deinen Moves eine Resistenz. Das heißt, Victini ist ein wirklich schöner Konter gegen dich. Bam. Der erste Move, Resistenz. So. An sich kann ich jetzt hier zweimal V-Generator einfach einsetzen. Der erste besiegt dich, der zweite dein Zoompex, aber das Zoompex wird auch durch Sofortattacken besiegt. Von daher gar kein Stress. Der erste kommt, bam. Ich würde dich gerne mit einem V-Generator besiegen. Ist eigentlich nicht notwendig, da ich eine Sofortattacke besiegen würde, aber hiermit den Kampf beenden ist natürlich irgendwo ein bisschen stilvoller. Okay, wir haben den ersten Kampf extrem in die Hose gesetzt. Den zweiten, den haben wir sehr, sehr gut eigentlich ausgespielt. Wir müssen halt nur schauen, dass man das halbwegs gut versucht zu planen und zu timen, dass wir uns hier nicht jedes Mal verspielen. Mitzählen, richtiges Mitzählen wäre auch vorteilhaft, aber ich glaube, hier am Anfang der Season ist das noch gut zu verzeihen. So, Asu, Altaria, Top-Führung. Resistenz der Sofortattacken ist da. Oh, wie spiele ich das am besten? Ich baue auf fast zwei Attacken auf und lasse dich einmal einsetzen. Okay, gehe ich jetzt direkt in Knogger? Nein, ne, das kann ich mir eigentlich nicht erlauben, straight up in Knogger zu gehen, da ich noch Vorarbeit bei dir benötige. Also einen Eisstrahl raushauen und dann rübergehen. Ich kann einen Steinhagel überleben. Sofortattacken und meine Ladeattacke sind sehr effektiv. Von daher geht es eigentlich. Ich muss schauen, so ein Erdbeben dürfte ich tatsächlich, glaube ich, nicht unbedingt durchlassen. Es ist nur der Steinhagel. Okay, das sagt mir aber, dass ich mir hier noch etwas holen kann. Bitte nicht das Erdbeben, das wäre jetzt voll räudig. Wenn ich jetzt auf Ködereien reinfalle, wäre das ekelhaft. Wichtig und richtig, meine Freunde. So, das heißt jetzt mal eine Knochenkeule raushauen. Ganz entspannt. Dann kann ich Altaria mit einer resistierten Feuerattacke angreifen und danach den Schattenknochen raushauen. Erstmal farmen wir hier komplett. Altaria hat keine Energie, weshalb man schon mal für ein bisschen Vorarbeit sorgen kann. Das Gute ist, dass ich dich dann so weit runter bekomme, dass auch ein Eisstrahl ausreicht, was natürlich richtig nice ist. Schaffe ich vielleicht noch einen Move? Nein, ich muss also mal hier reinködern, weil ich glaube, dass dort kein Schattenknochen drin gewesen wäre. Und vielleicht ziehe ich ein Schild, davon gehe ich aber nicht aus. Okay, du bist jetzt aber so weit unten, dass dich ein Move besiegt. Du gehst raus und ich habe hier tatsächlich dementsprechend noch ein Feuer-Pokémon. Was natürlich gut ist gegen dich. Ich hätte vielleicht einsetzen können, bevor du mich tendenziell abschwächst. Wie viel macht das überhaupt? Kann ich das einfach durchlassen? Perfekt, und die Abschwächung kommt selbstverständlich rein. Was auch sonst. Ich hole mir mehr Energie, als ich benötige. Da ich meine Verteidigung jetzt abschwäche um mehrere Stufen, ist das natürlich nicht unbedingt förderlich für mich. Bam, der erste zieht ein Schild. Eins, zwei, drei und wir setzen hier ein. Ich stehe kurz vor der nächsten Attacke, was natürlich mega gut ist für mich. So, wie viel macht das? Runterfarmen ist danach nicht drin. Ich muss dann tatsächlich einmal schilden, weil ich dich besiegen möchte. Ich glaube, Asu sollte noch in der Lage sein, einen Dings zu erreichen, einen Eisstrahl. Das heißt, der dritte V-Generator kommt hier rein und der besiegt dich. Die Vexillo ist ready und ich werde direkt rausgehen und ich benötige noch zwei Attacken zum passenden Eisstrahl, der jetzt kommt. Der ist halt gegen beide Typen effektiv, weshalb ich dich wegklatsch. Also, dritter Kampf, zweiter Win. So kann es auch laufen. So kann es auch laufen. Altaria, Flunschlick, Registeel. Eigentlich ein interessantes Team. Vorne eine fette Eisschwäche und hinten eine doppelte Resistenz und mit beiden Pokémon hat man zumindest eine Attacke, die Eis-Pokémon sehr effektiv trifft. Meditalis ist auf dem Blatt Papier gegen dein gesamtes Team relativ gut, aber heißt ja nichts. Genau dieses Ding hier. Ich bin aber auch mit meinem Team komplett gut gegen dich aufgestellt. Von daher mal schauen, wie du das ausspielst. Ich würde hier tendenziell gar nicht ködern. Ich setze aber auch noch nicht ein.
Es gibt einige Meditale-Spieler, die gehen auf Psychokinese und würden jetzt direkt meine Attacke abfangen. Weshalb ich noch nicht meinen Knuddler nutze. Ich mache noch zwei Attacken. Eins, zwei. So, dann kommt meine sehr effektive Attacke. Maybe gehe ich jetzt auch raus. Gehe ich dann in Knogger? Oh, das ist sehr interessant, dass du das tust. Das ist tatsächlich interessant. Dich in einem Gleichstand zu erwischen, ist auch okay. Ich werde einen Schild investieren. Bitte köder mich nicht. Wichtig und richtig. Wir machen wieder ein paar Attacken. Okay, du machst das so. Du hast dir jetzt schon ein paar Moves gegönnt, ne? Das heißt, ich müsste so eine Dampfwalze von dir maybe fürchten. Bin mir aber noch nicht sicher. Da ich ein komplettes Team gegen Meditales habe, ist mir das relativ latten. Ich komme hier zur Attacke. Ich kann dich also zwingen zu schilden oder du verlierst deinen Wechsel. Ich bin gespannt, was dein Plan so ist. Bam. Du überlebst das? No way. Krass. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Warum solltest du das überleben? Das ergibt in meinen Augen null Sinn. Du bist auch noch in Krypto. Ja, Knochenkeule ist ein mieser Move, ne? Oh! Okay, das ist gerade sehr wichtig, dass das hier passiert. Victini wird es noch schwer haben, aber ich müsste hoffentlich ein Schild bekommen. Bitte fang nicht ab. Bitte fang nicht ab. Wichtig und richtig. So, jetzt wird's halt knifflig. Ne? Ich kann Schaden verursachen, muss dann aber auch raus und dann mal gucken. Du hast jetzt 5, 6. So, ich werde straight up schilden, denn ich bin gerade extrem anfällig gegen diese Attacke. Bei Meditales resistiere ich alles. Also, 1, 2, oh nein, okay, doch. Ich muss mich jetzt leider abschwächen, bevor ich von dir wieder eine nervige Attacke abkriege. Jetzt habe ich meine Verteidigung abgeschwächt. Das bedeutet, du machst hiermit mehr Schaden. Was natürlich nicht unbedingt nice ist für mich. Es wird noch knifflig. Ich gehe auf den nächsten V-Generator. Es kann sein, dass mich das hier jetzt extrem in die Scheiße reitet. Durchaus möglich. Du kannst jetzt hier Doppel-Eishieb eigentlich schon reißen, ne? Oh, gut, dass du einsetzt, weil sonst hätte ich dich in einem Gleichstand erwischt. Doppel-Eishieb und die Sache hat sich erledigt. Das ist gerade doof. Das ist gerade doof. Ja, die Abschwächungen sind dann tödlich in dem Moment, ne? Zack, da machst du sogar noch eine Psychokinese, oder? Schade, es steht 2-2. Sehr, sehr ärgerlich. Doppelfeuer. Jetzt kommt der Eishieb, aber reicht trotzdem. Doppelfeuer kriegt gerade ein bisschen den Hintern versohlt. Aber interessantes ABA-Team. Vorne schwach gegen Fee, in der Mitte eine Resistenz gegen Fee und hinten wieder schwach gegen Fee. Sehr, sehr interessant eigentlich. Das hat auch Play, so ein Team. Gar keine Frage. Sieht man ja anhand von, prominentes Beispiel, Dragonir, Bolteros und Meditalis. Das läuft ja da ähnlich. Noctu. Ja, mag ich mit meiner Backline nicht unbedingt wegen dem Spukball, aber hier relativ gut ausspielbar wegen dem Eisstrahl. So an sich will ich aber auch nicht direkt einsetzen. Du hättest mich jetzt in einem Gleichstand erwischt, das hätte es mir das erleichtert, den Move auch bei dir rauszukriegen. Oder? Egal, ich bleib erstmal drin. Ich will noch nicht rausgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das doof wäre, einfach rauszuwechseln. Da ich hinten keine Resistenz habe, lohnt sich das auch nicht, einen tendenziellen Himmelsfeger abzufangen. Zumal das auch sich als ziemlich schwierig gestalten sollte, bei einem Zweier, bei einem Zweier gegen Dreier-Move vernünftig abzufangen. Wenn der Gegner es timet, ist es nicht möglich, dort eine Attacke abzufangen. So, ich kann das hier holen, es sei denn, du schildest. Das wäre für mich schon sehr, sehr interessant, dich hier mit einem Schild zu sehen. Ja. Okay, wenn du hinten Sumpex hast, ist es sowieso doof für mich. Dann ist es sowieso doof. Soll ich jetzt hier ebenfalls ein Schild investieren oder farme ich einfach komplett mit einem von meinen anderen beiden Pokémon runter? Ich glaube ja, das heißt 1, 2, 3, 4. Du schaffst keinen weiteren Move, weshalb ich das jetzt einfach schilde. Bin gespannt, ob das ein Spukball ist oder ob... Okay, wichtig und richtig. Und jetzt gehst du raus und bleibst dran. 1, 2, 3. Ich habe viel Energie. Hast du irgendwas, das nervt? 1, 2,
3. Okay, du hast eine richtig nervige Attacke gegen mich, ne? Sind wir mal ehrlich, die hast du. Die tut mir weh und da habe ich tatsächlich keinen Bock drauf. Kann ich die dann überleben? Kann ich eine Attacke von dir überleben? Und hast du hinten... Ich überlebe das nicht mal, krass. Oha, das Ding in Krypto ist ja nervig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nicht überleben könnte. Crazy. Nimmt mich Morlord jetzt auseinander? Höchstwahrscheinlich schon. Das Pokémon, wo man es nicht ansehen kann, ob es ein Krypto ist oder nicht, außer anhand der Aura. Die Augen sagen da gar nichts, die verraten nichts. Interessant. Boah, Morlord nimmt mich jetzt hops, ne? Morlord nimmt mich jetzt hops. Gehst du auf Steinkante? Böde wäre jetzt selbstverständlich der bessere Move. Die Frage ist, wie viel macht das von einem Krypto? Zimmerst du mich jetzt wieder weg? Ey, das ist so crazy jetzt gerade, ne? 1. Kann ich farmen? Oh! Oh nein! Hallo, Spiel! Hey, Game, what is los? Ich muss bei dir aber definitiv diesen Move einsetzen. Der andere ist zwar effektiv, der ist aber Grütze. Und wir gehen drauf. Schade, ehrlich gesagt. Doppel-Bodenladeattacke in der Backline ist aber ebenfalls stark in der Meta und das durfte ich jetzt auch zu spüren bekommen. Okay, Doppelfeuer möglicherweise nicht allzu gut. Feedback rein. Ich hoffe, das Video hat dir trotzdem gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.